Heute im Video der brandneue Adidas X Speedflow. Zusammen mit Sport 2000 teste ich also für euch heute den brandneuen Adidas X Speedflow. Zum Colorway auf jeden Fall schon mal eines der besten bisher. Das ist meine Meinung, eure wie immer in den Kommentaren da lassen. Heute schauen wir uns diesen Fußballschuh genauer an, machen das Ganze aber etwas anders. Und zwar schauen wir uns heute die Vor-, aber auch Nachteile des Adidas X Speedflow an. Sprich, es geht genau um meine Meinung und meine Erfahrung. Wir haben den Fußballschuh jetzt die vergangenen Monate verschiedenen Colorways getestet. Deswegen möchte ich heute auf meine Vor- und Nachteile eingehen. Deshalb viel Spaß beim Video und let's go! Deshalb nicht lange schnacken, wir wollen direkt loslegen und zwar mit dem Vorteil Nummer 1 und zwar im Bereich Passform. Wir haben natürlich hier einen laceless Fußballschuh, das heißt, er muss natürlich auch eine sehr, sehr gute Passform haben, sonst wird man natürlich die Schnürung vermissen. Wir werden heute allgemein auch auf den X.1 eingehen, aber jetzt erstmal auf diesen Fußballschuh, genau auf das Thema laceless, denn hier ist dieser Fußballschuh sehr gut. Das schauen wir uns aber direkt mal an und zwar on-feet. Schauen wir uns also mal den Fußballschuh on-feet an und was man direkt mal wissen muss, wir haben hier im Vorderfußbereich, man kann es vielleicht erkennen, dadurch, dass es sehr, sehr flach von der Seite aussieht, den sogenannten Vakuumfit hört man auch, wenn der Schuh anzieht, sprich hier im Vorderfuß herrscht eine Art Vakuum, das ist ein bisschen übertrieben. Hier im Mittelfußbereich ist es sehr eng, aber sehr angenehm immer noch. Das heißt, für einen laceless Fußballschuh haben wir aktuell hier den wahrscheinlich besten Lockdown, den es wie gesagt in dieser Kategorie Fußballschuh ohne Schnürung gibt, was den Fußballschuh natürlich hier absolut einen Vorteil bietet. Die Passform generell relativ flexibel. Mit sehr schmalen Füßen sollte man natürlich Kripsocken anziehen. Mit mittleren Füßen hat man bei diesem Fußballschuh die besten Karten. Aber auch mit leicht breiten Füßen sollte man genügend Platz in diesem Fußballschuh finden. Kommen wir mal zum ersten Nachteil. Wir wollen natürlich langsam reinstarten. Das ist eigentlich nur ein optischer Nachteil, kann aber ein bisschen nerven auf Dauer. Und zwar ist das hier diese Schuhzunge, nenne ich es jetzt mal. Ist natürlich in dem Sinne keine Schuhzunge, ist in einem Stück. Aber da kann es sehr, sehr leicht passieren, dass es vor allem bei mir immer im rechten Fuß immer umknickt. Dann dreht man es wieder nach oben, dann knickt es wieder um. Ist natürlich optisch nur ein Mangel. Von der Performance ändert sich hierdurch natürlich nichts. Wie im Namen des X Speedflow bereits enthalten, geht es natürlich bei diesem Fußballschuh um das Thema Geschwindigkeit. Und hier kommen wir zu einem Vorteil, was diesen Fußballschuh sehr gut macht und auch aktuell hier im Bereich zu den besten zählen lässt. Und zwar ist es hier diese Sohle. Wir haben hier die Speedframe Außensohle und die ist wirklich im Bereich Geschwindigkeit mit die beste, die es derzeit auf dem Markt gibt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir natürlich, das kann man sehr gut erkennen, hier einen Carbitex-Einsatz am Vorderfußbereich, sprich aus Carbonfasern. Das hilft einfach nochmal explosiver nach vorne zu beschleunigen, sprich so einen kleinen Schlag mitzubekommen. Ist natürlich jetzt nicht so, dass man dadurch automatisch schneller wird, nichtsdestotrotz unterstützt natürlich hier sehr gut. Zum anderen, wenn wir uns mal diesen Fußballschuh hier leicht von der Seite angucken, sehen wir, er ist leicht nach oben gewölbt. Das heißt einfach genau dieses Feature von der Carbitex-Sohle soll so natürlich optimal auf den Platz gebracht werden. Kommen wir mal zum Obermaterial, dem angesprochenen Brandneu-Obermaterial. Das, ihr könnt es erkennen, ist extrem dünn, ist eigentlich wie so eine kleine Plastikfolie um den Fuß, so müsst ihr es euch auch direkt vorstellen. Damit hat dieses Feature oder dieses Obermaterial auch einen
extrem krassen Vorteil, aber natürlich auch einen Nachteil, je nachdem, was man hier bevorzugt. Zum einen der Vorteil natürlich, das Ballgefühl ist unglaublich direkt. Man spricht im Tempo-Tripling für all die, ein direktes Ballgefühl wollen, haben natürlich beim X-Speedflow hier einen absolut krassen Fußballschuh. Da hat Adidas einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat auch nochmal das Obermaterial deutlich verbessert im Vergleich zum X-Ghosted. Es ist nochmal flexibler, es fühlt sich nicht mehr so plastikmäßig an wie beim X-Ghosted und damit hat er ja auch im Review ein deutlich besseres Fazit bekommen, was das Obermaterial angeht. Gefällt mir sehr gut, allerdings muss man sich damit auch im Klaren sein, kommen wir nämlich zum Nachteil, dass man den Ball natürlich immer sehr, sehr gut spürt. Das ist natürlich beispielsweise auch beim Torabschluss. In den kalten Jahreszeiten kann es das sein, dass es auch ein bisschen unangenehm wird, sofern man hier eigentlich nicht auf den direkten Touch setzen möchte. Es ist dennoch ein bisschen gepolstert, sprich man muss jetzt keine Sorgen machen, dass es schmerzt beim Schießen. Aber wie gesagt, in der kalten Jahreszeit kann es dann schon sein, dass man den Ball hier etwas mehr spürt, als man sich es eigentlich wünscht. Wir haben hier natürlich einen extrem leichten Fußballschuh, der natürlich im Bereich Geschwindigkeit damit auch einen Vorteil darstellt, denn er ist wie gesagt aktuell einer der leichtesten Fußballschuhe. Das ist aber Vor- und Nachteil zugleich, denn die Haltbarkeit haben wir hier schon ein paar Mal in Fußballschuhen gehabt, hat wohl hier auch einige Probleme, weil dieses Obermaterial, dieses Branded-Obermaterial ist hauchdünn. Deshalb kann es hier auch dementsprechend ja zu Verschleiß kommen. Bei den Fußballschuhen hatten wir ein paar sehr extreme Fälle. Da haben auch viele gefragt, ist das normal, passiert das schnell? Da muss man allerdings sagen, dass Adidas hier immer relativ gute Haltbarkeit hat. Es ist natürlich klar, ein sehr dünnes Obermaterial kann natürlich mit Leidenschaft gezogen werden. Dennoch ist das hier die Ausnahme. Kommen wir zu guter Letzt noch zu einem Vorteil, den ich hier nicht erwartet hätte. Das ist nämlich das Thema Komfort. Es ist ein sehr dünnes Obermaterial, ein sehr leichter Fußballschuh, sprich hier hatte ich sehr krasse Bedenken, dass es unbequem wird. Aber muss sagen, hier hat Adidas einen sehr guten Job gemacht. Vor allem die Fersenkonstruktion feiere ich unnormal. Von Testern gab es keine Druckstellen, keine Blasenbildung hier im Fersenbereich. Auch im Vorderfußbereich durch den Vakuumfit fühlt man sich sehr sicher und wohl auch bei Richtungswechseln. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich im Spiel immer auf die Point One-Variante mit Schnürung zurückgreifen. Aber für alle, die den Laceless-Fußballschuh ausprobieren möchten, finden aktuell beim X-Speedflow wahrscheinlich den besten. Kommen wir auch mal zum kleinen Fazit, was den Adidas X Speedflow angeht. Wir haben ihn in verschiedenen Colorways, in verschiedenen Varianten bisher getestet und ich muss tatsächlich sagen, vor allem im Vergleich zum X Ghosted hat der X Speedflow hier wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt. Gefällt mir deutlich besser, den X Speedflow habe ich nicht allzu gern gespielt, weil ich dieses Obermaterial einfach ein bisschen zu plastikmäßig fand, obwohl es hauchdünn war. Das ist hier mit dem Primeknit extrem angenehm, sehr flexibel, sprich beim Ballgefühl auf jeden Fall extrem gut, auch für alle Spieler, die natürlich auf Thema Geschwindigkeit setzen, zählt dieser Fußballschuh zu den Top 3 Speedboots, die derzeit auf dem Markt zu kaufen sind. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass das Obermaterial mir etwas zu dünn ist. Das ist aber nur meine eigene Vorliebe, soll kein Nachteil sein und auch kein Fazit, das hier ins Negative geht. Ich mag es beispielsweise mehr, wenn es eine leichte Polsterung hat, sprich hier hat jeder seine Vorlieben. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum X-Speedflow in den Kommentaren da lässt. Falls ihr euch jetzt genau diesen Fußballschuh sichern wollt, den brandneuen Adidas X Speedflow, wisst ihr natürlich wie immer, Link zum Sport 2000 Online-Shop findet ihr unten in der Beschreibung. Bin sehr gespannt, was ihr zum Schuh sagt. Dazu natürlich wie immer Feedback in den Kommentaren da lassen. Ich werde versuchen, jeden Kommentar durchzulesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr keins verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt meine Arbeit enorm. Vielen Dank. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.